You're gonna call yourself Saul Goodman. I'm already calling myself Saul Goodman. We've talked about this. The Skells have been buying my phones. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute zeigen wir euch unsere Top 10 der besten Breaking Bad Fragen, die in Better Call Saul beantwortet wurden. I know it may seem like a small thing, that same exchange would have taken 4 times as long a month ago, and a month before that, he couldn't respond at all. In dieser Liste gehen wir auf die unbeantworteten und rätselhaften Handlungspunkte aus der Serie von Walter White ein, die in Goodmans Prequel-Abenteuern aufgeklärt wurden. Wenn es eine Breaking Bad-Frage gibt, deren Fehler auf unserer Liste euch Kopfzerbrechen bereitet, dann kommentiert sie unten. Nummer 10. Wie haben Gus und Mike angefangen, zusammenzuarbeiten? Als wir Mike zum ersten Mal treffen, ist er die rechte Hand des mächtigen und gerissenen Gangsters Gus Fring. In Better Call Saul erfahren wir, wie ihre Partnerschaft zustande kam. I do not wish to see your gun. And if I don't, I promise you won't see mine. Are we in agreement? We are. Wie sich herausstellte, war das, was sie zusammenbrachte, ihr gemeinsamer Hass auf Hector Salamanca. You hurt Hector when you robbed that truck. You hurt his business. His pride. Quite effectively. And if you were to hurt him in the same manner again, I would not stand in your way. Obwohl Gus Mike bittet, ihren gemeinsamen Erzfeind nicht zu töten, beginnen sie zusammenzuarbeiten. Perhaps in the future? You will consider working for me. Could be. Das Duo sabotiert sogar das Geschäft von Salamanca. Schließlich beginnt Mike, sowohl für Gus legale als auch für seine kriminellen Geschäfte als Sicherheitsmann zu arbeiten. You have another choice. Work for you is a button, man. I'm in a war. I need a soldier. Es ist sehr unterhaltsam zu sehen, wie sich ihr gegenseitiger Respekt und ihre Arbeitsbeziehung entwickeln. Nummer 9. Was hat Saul dazu gebracht, Strafverteidiger zu werden? In Breaking Bad ist Saul Goodman ein Anwalt, der sich auf die Verteidigung von Kriminellen spezialisiert hat, weil er selbst ein Krimineller ist. Seriously, when the going gets tough, you don't want a criminal lawyer, right? You want a criminal lawyer. What I'm saying? Es dauert tatsächlich eine Weile, bis er in seiner selbsttitelnden Serie seine Kräfte für das Böse einsetzt. Aber es stellt sich heraus, dass Jimmys Bruder Chuck Goodmans frühere Bemühungen, rechtmäßig erfolgreich zu sein, ständig sabotiert hat. I'm your brother? We're supposed to look out for each other? Why were you working against me, Chuck? Das führte dazu, dass der Anwalt glaubt, dass er immer noch gegen das Gesetz verstoßen wird, das er eigentlich aufrechterhalten soll. Auch nach dem Tod seines Bruders wird Jimmy immer wieder dafür bestraft, dass er das Richtige tut, obwohl ihn fast alle dafür schlecht halten. You're gonna do whatever it takes, do you hear me? You are not gonna play by the rules. You're gonna go your own way, you're gonna do what they won't do. You're gonna be smart, you are gonna cut corners. And you are gonna win. Da ihm Abkürzungen, illegale Taktiken und gut bezahlte Kriminelle während seiner Show mehr Erfolg boten, verstehen wir, warum Jimmy sich in Breaking Bad für ein Leben als Krimineller entscheidet. Nummer 8. Wie ist Hector in einem Rollstuhl gelandet? Hector Salamanca war der Patriarch der Salamanca Verbrecherfamilie. Während seiner Amtszeit war sowohl Walter White als auch Gus Fring ein großer Dorn im Auge. Als wir ihn in Breaking Bad kennenlernen, kann er nicht mehr sprechen und sitzt im Rollstuhl. In Better Call Saul wird enthüllt, dass einer von Hectors eigenen Männern dafür verantwortlich war. My father is a simple man. He is not in the business. You will teach him. Don Hector, please. Don't worry, I'll take good care of Papi, make money. Nachdem der verärgerte Mitarbeiter Nacho zu weit gegangen ist, beschließt er, Hectors Herzmedikamente gegen schlechte Ersatzstoffe auszutauschen. Das führt dazu, dass Hector während einer hitzigen Auseinandersetzung mit Gus einen Schlaganfall erleidet. Hector, this isn't personal. It is personal! Obwohl Gus sein Leben rettet, tut er das nicht aus Mitleid. Er weist den Arzt an, Hectors Behandlung abzubrechen und ihn im Gefängnis seines eigenen Körpers zu lassen. With sustained intensive care, he may eventually learn how to talk and even walk again. Perhaps we should temper our expectations. Das ist aber kalt.
Nummer 7. Warum hat Mike aufgehört, Polizist zu sein? In einem Gespräch mit Walt erfahren wir, dass Mike früher ein Polizist war. Es gab zwar Andeutungen, warum er die Polizei verlassen hat, aber in Better Call Saul werden die Dinge vollständig aufgeklärt. Mike enthüllt schließlich, dass er ein korrupter Polizist war, der seinen Sohn Matt dazu drängte, ebenfalls korrupt zu werden. I told him, you tell him Matt was dirty? Is that what you told him? How could you possibly think that? That's your husband, the father of your child. I didn't say that. I told them I found money. Tragischerweise nahmen korrupte Beamte Matt trotzdem das Leben. Mike rächte sich, indem er die Verantwortlichen für den Tod seines Sohnes ausschaltete. Wenn man weiß, wie er seinen Sohn verloren hat, macht seine Beziehung zu Jesse, sein distanziertes Verhalten und seine starke Bindung zu seiner Enkelin wirklich mehr Sinn. I got Maddie to take the money. And they killed him 2 days later. Nachdem er eine persönliche Tragödie erlitten hat, versucht er sich von einem jungen Mann, der kriminelle Handlungen begeht, emotional zu distanzieren. Außerdem will er den einzigen lebenden Teil seines Sohnes schützen, der ihm noch geblieben ist. Why don't you have to wear them? Because Pop-Pops are grown-up. And grown-ups get to be stupid. Now put them on. Nummer 6. Wie hat Gus das Superlabor konstruiert? Als Gus Walt sein neues Superlabor unter einer Wäscherei vorstellt, ist Walt ungläubig, dass es so etwas gibt. Wie wurde dieses wunderbare Bauwerk errichtet? Natürlich mit einem großartigen Ingenieur. Gus beauftragte einen Mann namens Werner Ziegler und sein Team damit, das Labor über ein Jahr lang unterirdisch zu bauen. It's impossible. Dangerous. Difficult. Very, very expensive. Not quite impossible. Während des Prozesses ist Mike stark an der Aufrechterhaltung der Sicherheit beteiligt und schließt sogar Freundschaft mit Ziegler. Umso trauriger ist es, dass der ehemalige Polizist den Ingenieuren das Leben nehmen muss, weil sie das Sicherheitsprotokoll verletzt haben. Is there no other way, truly? Noch bevor es in Betrieb genommen wurde, forderte das Superlabor Menschenleben. Nummer 5. Wer ist Lalo? Bei Sauls erstem Auftritt macht er sich Sorgen, dass Walt und Jesse von jemandem namens Lalo geschickt wurden, um ihn zu töten. Lalo didn't send you? No, Lalo! Who? Oh, thank God! Oh, Christ! Erst in Staffel 4 von Better Call Saul erfahren wir, dass Lalo ein weiterer Salamanca ist. Bald erfahren wir, dass er das wohl gefährlichste Mitglied der Familie ist. Meet you. Lalo ist gerissen, charmant, unberechenbar und skrupellos. Er hat alle Stärken der restlichen Familie und keiner ihrer Schwächen. Er ist sowohl ein starker Gegner für Gus, als auch ein gefährlicher Wohltäter für Saul. Wenn man Sauls Kommentar in Breaking Bad Glauben schenken darf, wird sich ihre Beziehung in der letzten Staffel der Serie wahrscheinlich verschlechtern. Nummer 4. Wie stark war Crazy 8 in den Drogenhandel verwickelt? Die erste Person, die Walter White ausschaltet, ist ein krimineller Händler und Informant der Drogenbehörde namens Domingo, Crazy 8 Molina. Are you gonna stick me with that broken piece of plate? In Better Call Saul sehen wir, wie diese Nebenfigur von einem gewöhnlichen Dealer, der Taco und Nacho Bericht erstattet, zu einem viel größeren Akteur wird. You're light. Like I was saying, the guys. Why didn't you make it up on your end? I did, but I couldn't make it all up. You got my share, man. Wir sehen sogar, wie er zu seinem Spitznamen kam. Oh, you had 3/8 on the turn and you don't race. And then you fold at the river. It's too bad. What's your loco, this guy, huh? Zu seinem Pech wird er wegen Drogenbesitzes verhaftet, weil er schlechtes Timing hat. Das führt dazu, dass der gute alte Saul Goodman einen Deal mit Hank und der Drogenbehörde aushandelt und Crazy A zum Informanten macht. What if I know where there's half a million in drug money? What if? What if? If that's true, things can go well for you.
Gleichzeitig war dieses Arrangement aber auch Teil eines komplexen Plans von Lalo, um Gus zu schaden. Insgesamt war die Geschichte von Crazy 8 viel tiefgründiger, als seine kurze Zeit andeuten konnte. Nummer 3. Wer ist Ignacio? In derselben Breaking Bad-Szene, in der Saul Lalo erwähnt, versucht er auch, die Schuld für einen vermeintlichen Verrat auf Ignacio zu schieben. Oh, oh no, 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 no! No, it wasn't me, it was Ignacio, he's the one! In Better Call Saul lernen wir Ignacio Nacho Varga kennen, einen ehrgeizigen und gerissenen Untergebenen der Salamanca-Familie. Doch der Verrat dieses Geächteten an Hector wird von Gus bemerkt. Ignacio wird daraufhin erpresst, ein Maulwurf innerhalb der Salamanca-Organisation zu sein. I know what you've done. The Salamancas, they do not. Do you understand what I'm saying? Was als Ablenkungsmanöver beginnt, führt dazu, dass Nacho bei einem versuchten Anschlag auf Lalos Leben hilft. First things first. We take care of Lalo. Then we'll talk. Da der Versuch gescheitert ist und der Maulwurf enttarnt wurde, sieht es für Ignacio in der 6. Staffel nicht gut aus. Nummer 2. Warum wird Jimmy von Saul angesprochen? Schon in Breaking Bad wussten wir, dass Saul Goodman nicht sein richtiger Name ist. Bei seinem ersten Treffen mit Walt verrät er, dass sein Nachname eigentlich McGill ist. Mayhew, is that Irish or English? Irish. Faith in Begorra, a fellow potato eater. My real name's McGill. Yeah, the Jew thing I just do for the homeboys. They all want a pipe-hitting member of the tribe, so to speak. In der Vorgeschichte erfahren wir, dass James Jimmy McGill schon seit langem den Decknamen Saul Goodman benutzt. Bro, I never did catch your name. Saul. Saul? Saul Good, man. Aber erst als ihm die Lizenz entzogen wird, beginnt er sie regelmäßig zu benutzen. Zuerst nimmt er die Rolle für eine Fernsehwerbung an, die er selber betreibt. Call me, Saul Goodman. The world needs to know about you and your business. Call me now. Als nächstes benutzt er es als Teil eines Prepaid-Telefonverkaufplans. Als Jimmy seine Anwaltslizenz zurückbekommt, nennt er sich Saul Goodman, da die Kriminellen, denen er Telefone verkauft hat, ihn bereits unter diesem Namen kennen. He's like, I'm not gonna be practicing under the name McGill, so. Shouldn't be a problem. Just down the hall, we have all the forms. Great, great. Wait, Jimmy, what? It's all good, man. Es hilft auch, ihn von seinem verstorbenen Bruder Chuck McGill zu distanzieren. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Was passierte mit Saul nach Breaking Bad? Obwohl es sich bei Better Call Saul um ein Prequel handelt, bietet es Einblicke in Goodmans Schicksal nach den Ereignissen von Breaking Bad. Wie er am Ende der Serie vorausgesagt hat, wird Saul unter seiner neuen Identität als Gene Tarkovich Geschäftsführer eines Cinnabon in Omaha, Nebraska. I'm lucky, month from now, best case scenario, I'm managing a Cinnabon in Omaha. You're still part of this, whether you like it or not. Er lebt ein Leben, das zwischen dem Bedauern über alles, was er verloren hat, und der Angst vor Entdeckung schwankt. Doch seine Sorgen sind begründet, denn ein Taxifahrer erkennt ihn schließlich wieder. Come on, man. I just want to say hi. I'm a big fan. You know, back in the day when I lived in Albuquerque with my ex, I used to see you everywhere. You're on the billboards, on the TV. I used to have one of your matchbooks. Obwohl er zunächst wieder verschwinden will, beschließt Saul, die Situation anders handzuhaben. Wir werden sehen, was in der letzten Staffel der Serie aus ihm wird. Better call Saul. There we go. Little rusty, but you'll do better next time. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von WatchMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.